herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Leute, es ist Zeit, wir müssen in die Stadt. Und zwar hier wen? Und zwar für diese Dame. Weil sie tanzen geht, die Gute. Und dafür brauchen wir noch ein paar Sachen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, es ist nicht ganz so voll. Schauen wir mal, was es wird. Wochenende wird immer kritisch. Wird immer kritisch und wisst ihr, was bei uns auch immer kritisch ist? Wenn Zoe und ich nichts finden, kippt die Laune ganz schnell. Aber ich habe gerade eben schon mit Zoe geredet. Hoffen wir mal, dass es gut wird. Wir nehmen euch mit, also bleibt dran. Und man muss einfach wieder sagen, wir sind aber die Schlauesten. Am Wochenende zu fahren ist immer so dumm. Genau, ein Parkplatz. Also wirklich, es ist so bescheuert. Wir stehen hier jetzt noch drei Ampeln weiter. Und es ist jetzt schon Stau. Ja, jetzt ist grün. Aber jetzt können wir nicht weiterfahren. Jetzt geht es für uns weiter, aber immer sind wir samstags einkaufen, samstags shoppen. Einkaufen! Aber was brauchen wir alles? Also ich habe jetzt einmal Mandarinen geholt, ansonsten wir haben keinen Obst. Wir haben nur ein Dings, wie nennt man das? Aufschnitt. Ein Aufschnitt haben wir noch. Ja, aber das können wir hier jetzt gleich zum Abschluss beim Aldi eben schnell. Ja, ein paar Sachen müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Also das brauche ich auf jeden Fall auch für morgen oder so vor heute Abend. So, wisst ihr, was ich meine? Es ist auch immer so, dass wir bei Rossmann zum Beispiel, also generell im Drogeriemarkt einkaufen, über die Woche immer Top-Angebote in der App. Wir gehen samstags, da gibt es keine Angebote mehr. Nein. Wie kann das sein? Stupido. Ja, weiß ich nicht. Ist echt blöd. Deswegen, wir gucken mal, aber wo ich einen Blick für habe, ist das Sale. Im Sale bin ich immer in Shoppen. Angekommen. Soll ich euch mal was sagen? Mit das denn zu fahren ist immer super. Ja, warum auch nicht? Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Aber Parkplätze, der nimmt immer die Parkplätze, die so weit weg sind. Du tust gerade so, als wenn wir gerade 50 Kilometer gelaufen wären. Locker waren das jetzt 7 Meter. Ja, 7 Meter mehr, als die man sonst gehen müsste, ja. Das war echt schon... Ja, scheiße, ne? Es tut mir leid. Das ist echt schon... Ja, okay, beim nächsten Mal fährst du zu. Oder du fährst mit einem separaten Auto oder so. Sind das jetzt hier die Jacken, die man zum Tanzen holt? Ja. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja. Ist so. Krass an. Ne, wenn man zum Tanzen geht, braucht man auch eine Jacke. Du bist einfach wunderschön. Nee, ich kann mich nicht. Nee. Und außerdem stehst du vor dem Spiegel. Ja. Gefunden. Und was sagst du? Ja, die finde ich gut. Findest du gut? Ich finde es etwas. Wer hatte wieder den Blick? Sale, sale. Nein, ich. Ich. Weiter geht's. Zoe ist ja wirklich so eine Shopperin. So guckt. Nee, hat mich alles nicht vom Hocker. So. Hey Leute, ich bin hier jetzt gerade mal beim Sale bei den Männern gucken, ne? Und ich muss ja immer so sagen, so hier, ne? 15,99 oder auf 20,99, kann ich ja alles verstehen, aber Digga, 3,99? Was geht denn hier? Guck mal hier, einfach 3,99 reduziert für eine Hose. Okay, die ist jetzt 20,99. Aber was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Ich hätte da jetzt liegen können. Hättest du? Ich habe versucht anzurufen. Das hätte ich gehört, wenn du da gelegen hättest. Nein. So hätte ich da. Ja. So hätte ich da liegen können. Aber bist du lagst jetzt im Glück. Ja, ich habe Glück gehabt. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Komm, wo ich eigentlich nichts mehr sagen sollte. Besser ist. Einfach. Boah. Schwierig gerade. Schatz, doch nochmal. Bitte? Doch nochmal. Nee, du. Also da kriegen ja genug andere noch Nachwuchs. Von daher, da bin ich voll bei. Ich nehme die auch gerne auf. Ich habe die auch gerne mal am Arm oder für eine Nacht oder so. Aber ansonsten... Aus wollte geschafft. So, Freunde, komischer Verein. Aber immer wieder, wenn wir hier sind, möchte Emil dann hier rein. Ja, weil ich möchte unbedingt noch mal so einen Tag Gladbach-Trikot, weil die auch cool sind.
Ist ja auch in Ordnung. Man darf auch von anderen Vereinen mal ein Trikot haben. Weil mein Papa hat auch ein Gladbach-Trikot. Das stimmt. Das habe ich schon geschenkt bekommen. Ah, ich bin ja auch ein Hermann. Ich bin auch ein Hermann. Hermann Junior bist du. Ja. War das echt ein Stadion? So sah das mal im Stadion aus, ja. Das ist ein echtes Bild. Haben die gespielt? Warte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Steht da nicht. Nee, das steht da nicht. Steht doch hier auch drauf, Jünter. Jünter, ja. Ich muss ja sagen, der Jünter ist ja auch echt eine coole Socke, ne? Ich nehme den jetzt. Und schon, die Sachen sehen ja schon ein bisschen süß aus, ne? Guck mal. Ja. Guck mal, und hier. Ich nehme den mit. Winter. So Leute, ich sage euch ehrlich, es ist unfassbar schwer, was zu finden, weil es einfach. Weil es einfach so. Ja, warte, das kommt einfach eins runter. Weil es einfach so unfassbar voll ist. Deswegen finde ich gewonnen. Boah, Leute, ist einfach so voll in der Stadt. Aber Zoe ist auf jeden Fall schon mal fündig geworden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, wir haben auf jeden Fall schon ein paar Sachen gefunden. Drüben in der Kabine ist jetzt Daddy D. Und wer ist heute der Träger? Milan trägt fleißig. Aber ich habe gerade schon gehört, alle haben Hunger. Außer ich. Aber Papa. Ja, Papa hat gegessen. Wenn ihr Bock auf einen Haul habt, Leute, abonniert unseren Kanal kostenlos. Und das ein abonniert den Kanal, gebt ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke und lasst einen Daumen nach oben. Letzter Platz, Mina. Zwei doofe, ein Gedanke. Wir sind so seelenverwandt, dass wir so oft auf dieselben Ideen oder dieselben Gedanken haben. Das ist einfach die jahrelange Verbindung, die das wir haben. Also wir sind so. Hör mal auf, bitte. Da war mir aber gerade klar, dass als der da so gebonkt hat, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Mir ist das auch, ne? Direkt aufgefallen. Ja, mir ist das direkt aufgefallen. Ich meine, das kann passieren. Ja, ich meine, aber ich wusste direkt, der hat doppelt gescannt. Unfassbar voll gewesen. Ja. Aber das war ja voll. Wirklich. Aber hat ja geklappt. Und was machen wir jetzt? Essen. Okay. Kurze Fotosession. Ich muss sagen, die meisten Zuschauer treffen wir immer bei New Yorker und nach New Yorker. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall was essen, ne? Jetzt gehen wir mein was Magen essen. Ist so. Ich habe nur Kopfschmerzen, aber ich bin gleich noch zum Essen eingeladen, ja, okay, bei meiner Freundin. Sorry. Entschuldigung. Was holen wir jetzt? Was nimmst du denn für einen Zap? Okay. Hm? Einen halben mit? Guck ich. Papa und Zoe sind da. Ja. Mili ist schon versorgt. Die anderen brauchen noch ein bisschen, ne? Was hast du dir geholt? Ein Zap. Mit? Käse, Gurken, Salat, Mais. Chicken Teriyaki. So, Freunde, Essen ist geholt. Boah, jetzt seid mal ehrlich. Sieht das brutal aus. So, jetzt in der Box. Ich esse bei euch mit. Ja, die Mutti, die wollte eigentlich wollte einen Smoothie haben. Aber leider hat die Bar zu. Aber ich habe gerade schon andere mit einem Smoothie gesehen und dann ist mir eingefallen, ganz unten gibt es eine Smoothie-Bar. Dann werden wir da für dich gleich den Abstecher machen. Dankeschön. Okay? Lecker Sucuk, mein Herz. Ich muss das sagen, ich finde das auch geil. Im Essen gefilmt zu werden. Mit Vollmond spricht man übrigens nicht. Ich mache das jetzt, weil es hier in die Kamera drauf hält. Aber ich sag's euch, also so ein Döner-Teller oder so ein Sucuk-Teller ist so geil. Ich schwöre es, ich könnte jeden Tag Döner. Es ist sowas Geiles. Ja. Man sieht's. Man sieht's, ne? Okay, komm, ihr habt ein bisschen nicht gegessen. Ich habe geteilt. Ne? Ja, das muss man jetzt auch mal sagen. Aber ich werde noch den Rest essen und dann geht's weiter. Nicht die dicken davon? Hummel. Ja. Sieht aus wie ein Pferd, ist aber gestreift. Schwarz-weiß. Zebra. Ist dickhaarig, liegt im Wald. Ja. Zählt.
Leute, wie schön ist bitte diese Bluse? Milan, was sagst du? OMG. Das ist eine 12 von 10. OMG. Dann würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dann einmal neben anziehen. Schau, ob es so passt. Du brauchst XXS. Nee, hier gibt es keinen XXS-Schnitt. Ich weiß nie, was ich für eine Größe in Hosen habe. Und wer das denn kennt, schon wenn ich Hosen kaufe, bin ich immer sehr deprimiert. Bisschen, aber brauchst du gar nicht sein, weil ich habe eben auch vier Hosen angezogen und dann habe ich eine genommen. Es ist nun mal so. Ja, aber ich bin einfach das klein und moppelig. Wir Menschen sind nicht alle gleich. Ich bin klein und moppelig, das können wir ruhig sagen. Du bist klein und moppelig. Du bist klein, ja. Aber und du bist moppelig. Nicht moppelig. Nein, du bist schön. Danke, Schatz. Ich probier die mal an. Ja, probier die mal an, ich komm mit. Kommt. Noch seht ihr mich lächeln, gleich ist das so. So. Wir sehen uns dann. Dann ziehen später. Wir uns mal an. Tschüss. Hose Nummer 1. Ich muss die ja immer umkrempeln, Leute, weil ich bin zu klein. Oh, so sieht es jetzt noch viel, viel kleiner aus dem Winkel. Ich bin ein Umpa-Lumpa, Leute, das ist raus. Ey, du hättest gerade einen lustigen Witz bringen sollen. Jetzt, wo die Sachen nicht eingescannt werden, hättest du sagen können, dann nehme ich die umsonst. Habe ich gesagt. Ach, so, hast du gesagt? Ja. Oh, unangenehm. Unangenehm. Hast du echt gedacht, ich habe es nicht gesagt? Ja, warum sagt man sowas? Möchtest du das mitnehmen? Nein. Brauchst du sowas? Mein Papa. Wo sind 10.000 Euro drin? Ja. Ja, zeig mal. Sarah. Ey, hör mal, so unglücklich siehst du aber gar nicht aus. Unhöflich? Unglücklich. Nee, in also deiner Hosen. Ich habe ja was gefunden. Ja, habe ich mir was gedacht. Weißt du doch was? S30 ist deine Größe? S30 muss ich mir jetzt merken. Da habe ich auch keine Komplexe. Nee. Hat gepasst. Pass auf, Türe hinter dir, ne? Mili. Ich sage euch, Leute, der Milan ist so ein Zara-Kind. Ich liebe es. Dore! Guck mal, Mama, der ist so schön. Ich finde den krass schön. Aber weißt du, was wir jetzt machen können? Eine Ringgröße messen lassen. Ja. Weißt du, welchen Ring ich unbedingt haben will? Nee, hier den. Dazu fehlt der richtige Mann an deiner Seite. Milan, würdest du dir so wie irgendwann mal einen Ring schenken? Guck mal, Mama, der ist so schön. Echt? Ja. Okay. Hast du dir jetzt gemerkt, ne Schatz? Welchen den hier? Ja. Ich guck mal. Ja, gemerkt. Nein, sag ich nicht laut. Sag leise. Wenn wir nochmal hier sind, hole ich den so. Ich will noch einen. Okay, wo müssen wir denn jetzt gucken? Leute, wenn ihr Bilder von uns macht, dann macht das bitte schon auffällig. Oder fragt ganz einfach. Ja. Denn wir sagen eigentlich nicht nein. Oder wie der heißt. Und da ist der Handschuh von Dings. Hier ist Captain America. Hier ist ein Fotoapparat. Da. Ich hab mir einen Charm geholt. Ein was? Ein Charm. Was? Ein Charm. Was ist denn ein Charm? Ist mir eingeblieben. Ein Charm, ein Anhänger. Warum, der sagt Anhänger? Charm heißen die. Charm? Ja. Ich hab gedacht, Charm was? Charm Haare oder was? Nein, guck mal, Femina Maddox. Das ist echt schön. Also ja. Muss ich sagen, ich meine, ich finde die anderen sowieso, also allgemein finde ich die Bänder jetzt super schön. Sehr aber schön. Ich wusste nicht, was ein Charm ist. Ich habe meine Jacke gefunden. Oder was heißt meine Jacke gefunden? Ich wollte sie beim letzten Mal schon mal beim allerersten Mal haben. Da war sie noch bei 120. Beim letzten Mal war sie bei 50. Jetzt war sie für 30, Alter. Da ja, ich auf gedacht, jeden Fall. Aber das krass ist doch einfach, dir steht jede Jacke. Ja, ich weiß. Dir steht jede Jacke. Danke. Das ist unverschämt. Danke. Danke. Das siehst du so gut aus, Schatz. Oh, das ist aber nett, danke. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ohne Witz,
Es ist dieser Smoothie-Saftladen. Der macht immer den Umsatz seines Lebens. Kein Witz. Hier ist es immer so voll, aber so echt lecker. 14 ist Erdbeer, Maracuja, Ananas, Kiwi. Einkaufen. Das bist du doch jetzt gleich noch. Zusammen 17,80 Euro. Ja. Bitte, zusammen. Passt auf jeden Fall. An was denkst du? An Melonen. Wassermelonen. Ich denke an meine. Mama, pass auf. Ja, 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 ja. Zweimal groß, einmal klein. Ich koste schon mal. Eins am Stern. Ich möchte eben mal ganz kurz deins, um zu gucken, ob ich das bessere habe. Boah, wird kein besser. Ich schwöre, meins ist auch. Lecker, ne? So geil. Ich schwöre es dir. Ich finde die auch immer, aber ich meine, es spricht für sich, Leute. Es ist brechend voll da immer. Immer, immer. Das ist so gut. Eigentlich trinkt man sowas viel zu selten. Aber es ist auch selten gut. Ja. Von anderen ist es aber auch immer besser gemacht. Ja, das stimmt. So, ihr Lieben, wir verabschieden uns dann mit dieser Aufnahme bei euch und gucken, dass der Fahrschul dich losfährt. Lasst uns gerne kostenlos ab. Lasst uns